Liebste, herzlich willkommen zu eurer Legung heute. Wir schauen uns heute an, welches Geheimnis dir bald offenbart wird. Es kann etwas sein, was du jetzt einfach noch nicht sehen kannst, was dir bald passieren wird. Es kann auch etwas sein, dass du etwas erfährst über jemanden oder eine Situation, in dem dir zum Beispiel jemand etwas erzählt, okay? Du bist genau richtig hier, wenn deine Sonne, dein Mond oder dein Aszendent im Sternzeichen Krebs ist. Und ein kurzer Disclaimer, bevor wir beginnen, dies ist keine persönliche Legung. Nimm dir daher wirklich nur das heraus, was für dich wichtig und richtig erscheint. Okay, dann starten wir mal. Welches Geheimnis denn Krebs sehr bald offenbart wird? Wir haben Breathe, also atme. Etwas, bei dem du dich entspannen kannst oder etwas, was zu deinen Gunsten ausgeht, würde ich fast sagen. Ich meine, die Karte war auf dem Kopf, aber in der Regel ist es dann so eine Ermahnung, dass man auch sich wirklich mal die Ruhe und die Zeit nehmen sollte. Welches Geheimnis wird Krebs bald offenbart? Und dann haben wir By the Book. Also hier beim Buch könnte man es genau übersetzen, aber es ist im Grunde, dass man sich sehr stark an die Regeln hält, ja. Und ich glaube, dass hier etwas für dich passiert, wo du jetzt noch relativ angespannt bist. Ja, vielleicht weißt du noch nicht, wie das Endergebnis sein wird. Aber hier ist schon so ein kleiner Teaser, dass du dich bald entspannen kannst, weil alles genau am Schnürchen verläuft, okay? Also ein positiver Ausgang von etwas, das kann vielleicht eine Bewerbung sein, eine Einreichung für irgendwas, vielleicht für einen Wettbewerb oder für irgendetwas Rechtliches, ja, dass ein Gerichtsverfahren angestoßen wird zum Beispiel. Ja, also du kannst da bald ein bisschen die Luft rauslassen, ein bisschen die Schultern entspannen. Und weil das hier ganz gut verlaufen wird, zwar genauso, wie es sein soll. Okay, schauen wir mal. Diese Karten. Welches Geheimnis wird Krebs bald offenbart? Welches Geheimnis wird Krebs bald offenbart? Wir haben der Bär und die Zeder mit Führung. Also falls du dich beworben hast, zum Beispiel um eine Führungsposition innerhalb deiner Firma, das ist auf jeden Fall eine Bestätigung, ja, also dass das hier sehr, sehr gut verlaufen wird. Es kann auch sein, dass du dich für eine Gehaltserhöhung beispielsweise oder für eine höhere Position beworben hast, auch das, ja, ganz, ganz gutes Zeichen. Und wenn es jetzt nicht um eine berufliche Sache geht, dann ist es eher um, oder geht es eher darum, dass du mit deinem Verhalten ein Zeichen setzt. Also indem du hier etwas in Gang setzt, indem du etwas anschiebst, was du gerne hättest, ja, und du es auch bekommst, sehen das andere und sagen, wow, also wenn Krebs das kann, kann ich das auch. Und es werden viele kommen. Viele nach dir kommen, die sagen, wow, also ich werde es auch mal versuchen, was Krebs da getan hat. Weil ich denke, es ist etwas, was dir am Herzen liegt, ja, sonst würdest du nicht deinen Atem anhalten. Wenn es zum Beispiel ein Gerichtsverfahren ist, kann es auch sein, dass dann Leute kommen, die sagen, es ist mir genauso passiert. Auch das, ne, das ist jetzt nicht unbedingt, obwohl, wenn man ein Gerichtsverfahren einleitet, ist es ja in der Regel auch so, dass man, dass man auch sich entweder übergangen fühlt oder irgendetwas, was einen bedrückt. Und es kann sein, dass dann hier Leute folgen, die Ähnliches erlebt haben, ja. Also du übernimmst eine Vorbildfunktion für diese Person.
Welches Geheimnis wird Krebs bald offenbart? Das ist natürlich auch, würdest du vielleicht so nicht denken, ja? In dem Moment hast du einfach nur das getan, was du für richtig gehalten hast. Übrigens fällt mir auch gerade auf, 29, ja, 2 plus 9 ergibt auch 11. Hier haben wir 11 beziehungsweise 2. Ja, also das ist eine, kann eine Zusammenarbeit sein, aber gleichzeitig auch eine Unabhängigkeit. Welches Geheimnis wird Krebs bald offenbart? Es ist auf jeden Fall, vielleicht dauert es etwas länger bei dir, weil die Karten nicht so gerne raus möchten, ja. Normalerweise haben wir jetzt schon einige Karten gezogen, aber bei dir möchte heute nicht so unbedingt alles verraten werden. Welches Geheimnis soll Krebs bald offenbart werden? Oder wird offenbart werden? Ja. Wir haben hier den Finken und den Pfirsich mit Romantik oder Romanze. Vielleicht ergibt sich eine Romanze für dich. Ja, vielleicht romantisierst du dein Leben aber auch. Wenn du sagst, hat jetzt nichts mit Romantik zu tun, da sehe ich mich jetzt gar nicht drin, dann kann es sein, dass du quasi dein Leben romantisierst und besser gestaltest. Ja, indem du hier das, was du schon in die Wege geleitet hast, indem du das auch bekommst. Ja, indem das gut läuft, dann hast du einfach die Chance, dich hier ein bisschen, dein Leben zu verschönern und zu versüßen. Ich muss mal gerade ein bisschen ziehen hier, entschuldigt. So, also das Leben wird schöner, auch wenn es nicht mit Romantik zu tun hat. Wenn es mit Romantik zu tun hat, kann es sein, dass diese Situation letztendlich zu einer neuen Person führen könnte, zu einer romantischen Beziehung, okay? Falls du danach suchst und frei bist, könnte dies der Fall sein. Vielleicht ist es bei dir auch eine Scheidung, die eingereicht wird hier, okay? Welches Geheimnis, mein Frühlingsdeck für den Frühling. Aber diese Legung ist natürlich zeitlos. Ihr dürft auch im Sommer oder im Herbst zuschauen, kein Problem. Welches Geheimnis? Oh, direkt zwei, die rausfallen. Oh, interessant. Oh, drei. Es sind sogar drei. Wir haben einmal die Bänder. Denn es lebt in der Seide meines Bandes, in den Knoten meiner Wahrheit. Das Auge des Werdens, der in der Stille verschlungene Zeuge. Also hier, und ich lese die direkt auch dazu, weil ich glaube, dass die verbandelt sind im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wir haben Handfasting. Verlangen pulsiert durch mein ganzes Sein bis in die verborgensten Stellen hinein. Ich bin bereit, ich riskiere es, mich sehnend nach Vereinigung, die auf meinen Lippen glänzt. Und das ist etwas, was durch die Bänder etwas, was dir bestimmt ist in diesem Leben. Also etwas, für das du quasi in den Akashic Records, in der Bibliothek, ja, in der du quasi unterschrieben hast für etwas, was du in diesem Leben auf dieser Welt tun wolltest. Und du bist quasi verbunden, ja, durch ein Band des Schicksals. Und Handfasting ist im Grunde, in der heidnischen Religion ist das quasi so etwas wie eine Eheschließung. Indem man Handfasting betreibt, ja, verbindet man einander. So wie heutzutage ein Ehering beispielsweise. Das ist kein Ehering, aber ja, das Symbol des Umschlingens, Umschließens, ja, was wir im Ring heute haben, das ist im Handfasting auch, dass man, ich glaube, das gibt es auch noch in, ist es, ich weiß gar nicht, ist das katholische Religion oder so, oder ist es Judentum, wo man die Hände, ich weiß nicht, ein von beidem, wo man die Hände mit so einem Tuch umhüllt quasi bei der Hochzeit, also da kommt das her, ja, von diesem Handfasting-Ritual. Und hier ist auf jeden Fall, hier werden Bande mit Menschen geschlungen,
Okay, und die sind diese Personen, die in dein Leben kommen. Und wie gesagt, es kann ein romantischer Partner bzw. eine romantische Partnerin sein, muss es aber nicht. Es kann auch, es können Menschen sein, Beziehungen, die durch deine Führung kommen, also die sich dir anschließen, die dadurch vielleicht sogar Freundschaften formen, die Communities bilden, ja, also die sich dir anschließen und dadurch auch irgendwie mit dir verbunden und verwoben sind. Okay. Und dann zum Schluss haben wir noch die Verkörperung. Keine Sorge, es kommt noch die Tarotlegung. Die Verkörperung. Noch unbesaat im Fleisch stillt ein lockendes Wiegenlied meinen Schmerz, während der Himmel blutet für meine künftige Verkörperung und mein Herz. Das geht um deine Zukunft hier. Also das, was du jetzt in die Gänge geleitet hast oder noch wirst. Vielleicht ist es auch so, dass du noch wirst, aber ich vermute, dass du schon zumindest darüber nachgedacht hast und du weißt, worum es geht. Denn durch diese Atmung, ne, also atme, diese Karte atme, denke ich, dass du schon angespannt bist, weil du auf ein Ergebnis wartest oder auf eine Bestätigung und so weiter. Das, was du jetzt hier einleitest, das ist sehr ein riesiger Einfluss für deine Zukunft. Das ist sehr bedeutend für deine Zukunft und wird deine Zukunft im großen Maße prägen. Okay? Also es kommt etwas Großes auf dich zu. Du weißt vielleicht noch nicht genau, dass es groß sein wird. Vielleicht hast du schon eine Ahnung. Aber ich glaube, das Ausmaß an Resonanz von anderen Menschen, ich glaube, das ist dir nicht bewusst. Dass da etwas kommt, dass es auch gut ausgehen könnte, das weißt du schon, aber dass hier auch tatsächlich Beziehungen daraus entstehen können, das weißt du noch nicht. Okay, schauen wir mal auf die Tarotkarten. Welches Geheimnis wird Krebs bald offenbart werden? Okay. Haben sich beide gedreht. Wir haben einmal den Page der Münzen und den König der, nee, entschuldigt, den Page der Kelche und den König der Münzen auf dem Kopf. Das kommt mir so ein bisschen vor wie ein falscher Prophet hier. Also es kann durchaus sein, dass ihr gegen jemanden vorgeht. Zum Beispiel gegen einen Chef, der euch vielleicht gemobbt hat oder sexuell belästigt, das darf man ja nicht sagen auf YouTube, oder eine Institution, die Menschen benutzt und wegwirft und so weiter. Also so etwas könnte es sein hier, ja, jemand, der vorgibt, liebevoll zu sein und das Beste für die Menschen zu wollen, aber genau das Gegenteil eigentlich im Sinn hat hier. Okay. Ich schau mal weiter, inwiefern du das noch nicht weißt, weil das müsste eigentlich etwas sein, was du weißt, wenn es denn auf dich zutrifft. Vielleicht siehst du auch noch nicht das Ausmaß, dass das jemanden betrifft, von dem du es gar nicht weißt. Ja, also nehmen wir mal an, du willst eine Abfindung erstreiten vor Gericht und das zieht größere Kreise, als du denkst und dir vorstellen kannst. So etwas könnte es sein. Ich gebe immer nur Beispiele, weil ich versuche immer, das, was mir in den Sinn kommt, auch zu sagen. Und dass das auch nicht ganz so schwammig ist. Ich hasse das bei anderen Legern. Okay. So. Ja, manchmal ist es halt auch für mich nicht so wirklich ersichtlich, was es genau ist, weil ich deine genaue Situation einfach nicht kenne. Ist schon wieder eine auf dem Kopf. Das ist die 6 der Stäbe. Ein Verlust, ein Verlust. Ich glaube, das siehst du nicht in dem Sinne, dass wie viele Menschen hier betrogen worden sind. Ich habe betrogen. Vielleicht geht es um Betrug. Dass Menschen sehr viele Verluste hinnehmen mussten.
Das kannst du vielleicht noch nicht absehen. Und du wirst dich wundern, wie viele Menschen hier auf dich zukommen, der Narr. Ja, genau, wie viele Menschen dir folgen. Deinem Beispiel, du springst hier ins Ungewisse, die 8 der Schwerter. Du springst hier ins Ungewisse, du befreist dich sozusagen. Aber dir ist nicht bewusst, wie viele Menschen in der ähnlichen oder gleichen Situation waren wie du. Und das war dir verborgen, aus irgendwelchen Gründen. Für den einen oder anderen kann es wirklich jemand sein, vielleicht ist es ein Ehemann, eine Ehefrau, die eine andere Familie hatte. Ja, das ist heavy. Aber das wird vielleicht nur für eine Person. Und ich glaube auch nicht, dass es jemand ist, der dieses Video schaut, wenn es hochgeladen wird. Also falls dir dieses Video in die Finger gerät, in 1-2 Jahren, ne? 2025, 2026, dann ist es definitiv für dich, okay? Also, es hat riesige Ausmaße, okay? Am Boden des Decks noch, ganz allerletzte Karte, am Boden des Decks, das Ass der Münzen. Also das wird dir auf jeden Fall eine Möglichkeit geben, wieder Fuß zu fassen, auch im Finanziellen. Ja, vielleicht kannst du ein Buch darüber schreiben oder du gründest eine Foundation oder ähnliches. Ne? Also hier, das kann in 10, 20 Jahren erst sein, aber es wird deine Zukunft sehr, sehr stark beeinflussen. Okay, verändern und beeinflussen wollte ich zusammen sagen. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar und ein Abo. Am besten alles zusammen. Das unterstützt meinen Kanal sehr, sehr doll. Und falls ihr mich sogar darüber hinaus unterstützen möchtet, könnt ihr mir ein Trinkgeld dalassen. Das geht zum Beispiel über den Super Thanks Button. Kleine Herz unter diesem Video. Ansonsten gibt es noch PayPal, Amazon und so weiter. Die Links und Infos sind in der Infobox und im angepinnten Kommentar. Und ich sage danke, dass ihr da wart. Wünsche euch einen wundervollen Tag oder Abend und hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dahin.